Ist da noch was drin für die beiden deutschen Kombinierer Fabian Riesler und Erik Frenzel, lautet die große Frage nach dem Springen im Teamsprintwettbewerb. Denn auf der Schanze hatte Fabian Riesler einen ziemlich durchwachsenen Sprung gezeigt. 1 Minute und 12 Sekunden, so der deutsche Rückstand zur Spitze. Und die bilden bei der WM-Entscheidung in Oberstdorf die Japaner, direkt dahinter Österreich. 10 mal 1,5 Kilometer die Strecke, immer abwechselnd für die Zweierteams. Nach den drittplatzierten Norwegern dauerte es fast noch eine weitere halbe Minute, bis auch Fabian Riesle als erster der beiden Deutschen das Rennen aufnehmen darf. Sein Partner Erik Frenzel, der Olympiasieger von Sochi und Pyeongchang. Die große Kunst ist es ja, sich dieses Rennen perfekt einzuteilen, nicht schon in der ersten der 10 Rennrunden alles rauszuhauen. Schließlich ist jeder der beiden 5-mal dran. An der Spitze reißt in Runde 3 das erste Loch. Johannes Lampaerta, der Einzelweltmeister von der Großschanze, hängt seinen japanischen Kontrahenten ab. Die Österreicher damit ganz allein vorn. Und eine halbe Minute dahinter die Norweger Andersen und Riebern. Erik Frenzel und Fabian Riesle in den gelben Trikots. Die beiden Deutschen kommen nicht näher. Ihr Rückstand immer etwas mehr als eine Minute. In Runde 5 gehen die favorisierten Norweger an Japan vorbei. Die Skandinavier damit auf Platz 2. Doch weiter vorn ziehen die Österreicher, zieht Lukas Greiderer ziemlich einsam seine Bahnen. Unter 20 Sekunden schrumpft ihr Vorsprung. Auch die Deutschen kommen nicht näher heran an die Spitze, aber sie kommen näher heran an die Japaner. Als es in die vorletzte Runde geht, fehlen da im direkten Vergleich nur noch 15 Sekunden. Fabian Riesle hat längst seine grüne Mütze weggeworfen. Für ihn ist es sein letzter Rennabschnitt, volles Tempo. Und zum ersten Mal kommt sein japanischer Kontrahent, kommt Yamamoto, in Sichtweite. Fabian Riesle kann sich heransaugen. Die Lücke ist geschlossen, eine Lücke, die fast schon nicht mehr aufzuholen schien. Und so gibt es ein echtes Duell um Bronze in der letzten Runde. Beim Wechsel beide Teams zeitgleich. Japan gegen Deutschland. Akito Watabe gegen Erik Frenzel. Und sein Partner Fabian Riesle hat wirklich alles gegeben. Vorn kann Lukas Greiderer die letzten Meter dagegen völlig entspannt genießen. Er gewinnt mit seinem Kollegen Johannes Lampaerta, dem Einzelweltmeister, auch den Weltmeistertitel im Teamsprint. Ein Riesenerfolg für die Österreicher. Norwegen um Superstar Jarl Magnus Riber muss dieses Mal mit Silber zufrieden sein. Dann aber das packende Duell um Bronze. Watabe in Rot-Blau für Japan, Erik Frenzel in Gelb für Titelverteidiger Deutschland. Und Erik Frenzel hat die größeren Reserven, hat die größere Endgeschwindigkeit, gewinnt doch noch die Bronzemedaille für die deutschen Kombinierer. Vor dem Wettkampf hätten Fabian Riesler und Erik Frenzel ziemlich sicher sogar von mehr geträumt, aber so wie es gelaufen ist, ist diese Bronzemedaille ein Riesenerfolg für das deutsche Duo. Nach dem Rückstand haben wir gesagt, okay, wenn wirklich alles optimal zusammenläuft und wir einen richtig guten Tag erwischen, kommen wir nochmal Richtung Medaillenplätze und ja, das ist aufgegangen. Und nach der zweiten, dritten Runde hätte ich nicht mehr dran geglaubt, aber dann auf einmal ging in der vierten, fünften Runde, ging dann auf einmal doch noch was und wir konnten die Lücke tatsächlich schließen. Der Erik macht einen super Finish und holt für uns wirklich noch Bronze. Also ja, wirklich überwältigend cool, dass wir noch Bronze geholt haben. Noch eine Klasse glücklicher aber Lukas Greiderer und Johannes Lampaerta, die ziemlich überraschend für einen der größten österreichischen Kombiniererfolge in der Geschichte gesorgt haben. Mehr Videos zum Thema Wintersport findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, nämlich hier. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dass ihr wirklich kein Video verpasst.